Ich gehe live. Ah ja, wir haben schon. Ja, guck. Ich bin live. Achtung. Wir haben ein bisschen Nervennahrung. Ja. Mhm. Brauchen wir heute. Wir sind heute echt. Wir haben uns extra nochmal schick für euch gemacht. Schaut mal. Ich drehe euch auch mal um. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Da. Hallo. Oh, guck Achtung. Mal. Ich klebe mich mal mit dran. Dann sind wir wieder. Jetzt geht's. So. Schick gemacht. Schick gemacht. Doing, doing, doing. Es wird Weihnachten. Ja, also wenn ihr immer so ein Klingeln habt, ja, dann ist es nicht eure Haustür. Oder der Weihnachtsmann, der schon gleich den Schornstein runterrutschen will. Der Nikolaus. Sondern dann bin ich das. Mein Sternchen hier oben. Nee, die Dinger bimmeln. Wir haben uns schick gemacht für euch heute Abend. Wir müssen uns ja irgendwie, ne? Genau. Mal in Weihnachtsstimmung bringen. Ja. Was machst du hier? Ist das dein... Ein Personalausweis. Ah, was man wieder so live, ja? Das, ja. Silke hat einen Personalausweis. Wir zeigen den jetzt nicht in die Kamera. Nee. Ein süßes Bild. Sehr schön. Genau. Ja, Schokolade. Wir haben ein Gläschen Wein auch schon Achtung, ja, schaut mal. Geklönt. Ja. Und wir sind bereit, oder? Also die Flasche, also es kann ein guter Abend werden. Die Flasche ist fast leer. Ich habe gar nichts mehr im Glas. Nadja, ich habe gar nichts mehr im Glas. Würdest du bitte nochmal nachschenken, bevor wir anfangen? Natürlich. Dankeschön. Wir haben Schokolade, uns geht's gut. Wir haben sehr schön zu Abend gegessen. Mhm. Und ja, und läuft. Jetzt? So ist es, jetzt läuft. Wollen wir noch was schaffen. Wie ist denn das bei euch? Wenn ihr was getrunken habt oder wenn ihr es euch gut gehen lassen habt, macht ihr dann mehr Fehler beim Nähen? Wir haben jetzt letztes nochmal Revue passieren lassen, dass immer irgendwie so ein Fehler dabei war, oder? Ja, genau. Oder ja, ja. Jedes zweite Mal vielleicht? Ja, das ist ja unser Problem. Wir dürfen eigentlich im Vorfeld nicht so viel trinken, damit es läuft. Hi Mädels, ja. Hi zurück. Läuft. Doch, aber ich finde, die Leute mögen das auch, dass auch uns Fehler passieren. Ja, natürlich. Weil sie aus den Fehlern ja lernen. Ja, ja. Wobei wir im Vorfeld jetzt heute Abend überlegt haben, wir nähen ja unser eigenes Schnittmuster. Unsere ja. Siva. Genau. Und. Das üben wir nochmal. Siva. Siva. Ja. Siva. Genau. Siva. Nicht Shiva, sondern Siva. Ja, genau. Siva. Nähen wir heute Abend live mit euch. Und dieser Mitschnitt wandert ja dann auch als QR-Code auf unser Schnittmuster. Jetzt haben wir uns überlegt, dass dann dieses Weihnachtsoutfit... Wir werden es vielleicht nicht den ganzen Abend tragen. Genau. Aber Leute, es ist Weihnachten. Jetzt ist Weihnachten. Wir drehen jetzt das Video und später, genau, ja. Später, wenn ihr den Hoodie näht, scroll dir einfach vor zu dem wichtigen Teil. Genau, genau. Ja. Wir haben dann halt immer unsere Weihnachtsoutfit an. Obwohl ihr dann vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr oder vielleicht sogar im September euch den Hoodie näht und dann seht ihr uns, dann denkt ihr auch, die haben Bonknall, die haben Weihnachtsdeko. Das denken die sowieso. Das denken die sowieso wahrscheinlich, genau. So, ich denke das auch manchmal von mir. Und von mir? Ja, nur so ein bisschen, genau. Genau. Ein kleines bisschen. Ja. Und wir haben uns auch überlegt, wenn uns ein Fehler passiert, dann ist es auch ein Dauerfehler. Der bleibt dann halt für alle Ewigkeit. Aber das ist halt live, Silke. Das ist live. Wir können nichts stellen und zusammenschneiden, sondern es ist live. Und über Fehler, die können euch ja auch zu Hause passieren, kann man auch wunderbar dann sprechen. Ja? Genau. Finde ich. Ja. Und genau davon können auch alle lernen. Eben. Also ich glaube es immer noch. Siehst du, normal ist langweilig. Ganz genau. Ja, so eben. Ist es. Eben. Und so sind wir jetzt. Und, genau. Echt mega, euer Auto. Die ja. Yvonne. Dankeschön. Ich warte immer noch auf den Ganzkörperanzug von deinem Mann. Ein Bild hätte ich da gern noch. Ja, das sind ja die Insider, genau. Aber wir machen gar nicht so viel Insider, weil das guckt ihr euch ja das ganze Jahr über auch an. Und wenn wir jetzt zu viele im Vorfeld zu viel labern, dann denkt ihr schon, oh, fangen die irgendwann mal an zu nähen. Oh. Aber man kann dann vorspulen. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man sich das im Nachhinein anguckt. Aber wir könnten jetzt nochmal kurz fragen, näht jemand mit? Ist jemand vorbereitet und näht mit? Hände hoch.
Hände ja. hoch. Da sind wir nicht alle ein bisschen gaga. Genau. Also ich so würde das jetzt einfach mit gaga ersetzen. Ja, schlimmer. Auf jeden Fall. Ja, sich der Mann wartet auch auf seinen Ganzkörperanzug. Also wenn du einen von da... Nee, das darf ich nicht. Was darfst du nicht? Ich habe ja auch so einen Ganzkörperanzug genäht für mich. Aus einem Tarnmuster. Camouflage-Muster, weißt du? Okay, du, ihr redet jetzt gerade. Ja, genau, genau. Und, das, und ich wollte jetzt schon sagen, wenn du das von deinem Mann postest, ich meins auch. Aber, oh, da kriege ich wieder Ärger zu Hause. Geht gar nicht. Upst. Ich bin gleich ganz mal ruhig. Nee, das geht nicht. Können wir nicht machen. Wir reden jetzt über unser Schnittmuster. Ja, wir reden über unser Schnittmuster. Wir reden das einfach. Vielleicht reden wir auch gar nicht so viel. Nee. Wir fragen lieber euch ein bisschen mehr. Ja, genau. Oder? Also. Ich stehe in der Küche. Nee, ich habe gerade mal mitgelesen. Ich stehe in der Küche und koche. Passt auch. Und dann unser Gelaber. Hast du auch ein Glas Rotwein oder Weißwein beim Kochen? Ist ja so, alles was in die Soße kommt, muss ja erstmal vorher probiert werden. Das kannst du uns gleich noch beantworten. Wir starten mal, indem wir euch einmal rumswitchen, dass wir, dass ihr nicht mehr uns sehen müsst oder zumindest nur noch eine von uns. Aber nicht mehr im Doppelpack. Wir switchen mal um. So. So. Hier geht's los. Unser Schnittmuster steht schon auf dem Kopf. Also hier. Ich finde, wir sind sehr gut getroffen auf unserem Bild. Mhm. Wir wollten ein bisschen die Besonderheiten zeigen. Einmal so ein bisschen die Ansicht von hinten in der längeren Version und die kurze Version. Genau. Auch. Ja. Und an dem Tag hat wirklich auch, war die Sonne draußen. Zumindest haben wir unsere Sonnenbrillen gebraucht. Mhm. Und ja, Zuschnitt habt ihr ja schon gesehen bei mir. Ich habe mich hier für diese Stoffvariante entschieden. Dunkelblau mit diesem Hahnentritt und den blauen Neonbündchen von Alpstoffe. Ich finde auch witzig der Kontrast, also dieses klassische Muster hier, was es schon seit Jahrzehnten gibt, oder? Mhm. Ewig. Und dann hier diese sportlichen Bündchen. Ja. Daraus machen wir heute eine kurze oder eine lange? Wir machen eine kurze Variante. Ja, sehr schön. Ich passt mag dann doch. Oder ja, so, ne? Genau. Genau. Ja, ich das mag. Das ist ja das Schöne, das mag ich auch so. Ja. Das ist hier so schön. Ich habe die Taschen hier im Rock, ja, und passt super auf den Rock. Und, jo, und genau. Du nähst jetzt auch mal, du hast ja heute nur eine unifarbene Variante an, ne? Mhm. Jetzt nähen wir auch nochmal um diese schöne Passe so ein bisschen. Genau, das ist dann der einzigste Unterschied, dass diese Passe keinen Naht hier hat. Warum hat die keine Naht, die erste? Weil der Stoff breit genug war. Ah, der war breit genug. Ja, bei der, bei ich wollte jetzt nämlich gerade mal zeigen, hier haben wir ja auch das Beispiel. Und wir haben dann einfach hier hinten diese Naht. Ja, ja, es kommt ja auch immer so ein bisschen aufs Muster an. Ja? Also wenn ich aber das hast du ja mal hier gut getroffen. Ah, gell? Ja. Ich will es ja mal nur so sagen. Schaut euch mal das an. The Monk. Ja, ja. Ja. Also aber wenn wirklich, wenn schaut Monk euch mal das an. Ja, das hat sie echt gut gemacht. Wenn schon Monk, dann richtig Monk. Ja. 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 Und es ist wirklich auch überhaupt kein Thema, weil die Naht wird eh verdeckt von der Kapuze. Genau, deswegen haben wir im Schnittmuster auch zwei Versionen angegeben. Mhm. Also die stoffsparende Variante und die, wie es im Original vorgesehen ist, die Passe. Ja, genau. Wobei, wenn du Uni nimmst, dann ist es nicht so viel Stoff verbraucht. Also 2 Meter und wenn du 2 verschiedenen, dann nimmst du jeweils 1 Meter von jedem Stoff. Also du kommst, das ist nicht... 1,20 Meter. Oder 1,20 Meter, genau. Also es ist nicht jetzt weniger, du hast sogar mehr Stoff. Ja, bei 2 Varianten genau. Hast du mehr genau. Stoff, klar, ja. Stoffverbrauch. Ja, und bei der Uni-Variante ist es wirklich so, dass du als erstes, sag ich immer, als erstes die Passe zuschneidest, also den Stoff so faltest, dass du die Passe zuschneiden kannst im Stoffbruch und dann schneidest du alles andere zu. Ja. Und dann haben wir ja heute auch gelernt, was haben wir gelernt? Unser Restepulli war ja heute auch ein cooler Post. Ja. Ja. Also, wir haben gelernt, dass man unseren Pulli auch wirklich mal für so einen Jahresrückblick-Pulli wunderbar einsetzen kann, ja? Ja, ja.
Du hast ja stimmt, manchmal einfach nur so einen langen Streifen. Ja, und der und reicht der dann genau super. Für hier oder er reicht für die Passe und also ja, wirklich. Ja, für den Unterarm sage ich ja. Also es ist wirklich gerne mal posten, ja. Also ich werde das Thema aufgreifen, vielleicht schaffe ich es noch. In diesem Jahr und mach einen Jahresrückblick-Pullover. Hm? Also wenn ihr das auch, dann gerne posten. Also, Jahresrückblick-Pullover. Was man, klar, wir könnten wahrscheinlich 20 nähen, ja? Weil wir ja ganz viel genäht haben. Aber du kannst... Sagen, weißt du, wie voll meine Kiste ist? Ja, aber du... Jahresrückblick-Resten? Ja, aber du kannst einen deiner vom einen Jahresrückblick sie wahr machen von deinem Lieblingsstoff. Aller gut. Wir starten. Wir starten. Ja. Wir hören auf zu babbeln, sonst müsst ihr im Nachgang so viel vor. Ich nehme aus Datenschutzgründen deinen Reisepass, deinen Personalausweis. Ach so, ja, den sieht man ja nicht. Gut. Genau, und was hast du deinen Kunden immer gesagt, wenn sie schon mal angefangen oder bei den die Probe nähern, habe ich immer gesagt, schalte erstmal alles, was du im Kopf hast, was du jemals für einen Pulli zu nähen gedacht hast im Vorfeld, das schaltest du aus und nähst nach der Anleitung, ich habe geschrieben, näht mal bitte nach der Anleitung. Ich weiß, meine eigene Methode, ja. Wie hat es Daniela so schön gesagt, von Stoff und Liebe, das ist die Prake-Methode. Ich glaube, jeder hat so seine eigene, bei mir ist dann die Naschel-Methode, ja. Ich lese auch nie Anleitungen. Aber hier macht es ein wirklich Muss. Einmal Sinn. Und ich habe sie geschrieben, ja, und das sagt eine, die nie Anleitungen liest. Und ich habe mich kurz gefasst, wirklich ganz kurz. Ihr müsst keine Romane lesen. Genau. Und es erschließt sich mit diesen kurzen Worten. Ich glaube, jedem Probenäher ging es. Genau, ging gut. Ja, aber sie haben sich natürlich alle gewundert, weil... Wenn wir jetzt anfangen, fangen wir nämlich mit den Bündchen an. Und normalerweise sind die Bündchen das Letzte, was du an einem Pulli nähst. Genau. Also, deswegen mal Kopf leer machen. Alles, was wir bislang genäht haben an Hoodies, schalten wir weg und nähen wirklich mal was ganz anderes. Und zwar fangen wir mit unseren Bündchen an. Die habe ich hier alle schön zugeschnitten. Ich nehme das längste hier. Genau. So, jetzt das längste Bündchen kommt an unser Rückenteil. Das sind die Ärmel. Teilchen. Das ist unser Rückenteil. Ja, hier. Habe ich es. Also, das Rückenteil. Mit der Kurve ist hier unten. Ja. Unten. Mhm. Ja. Ich nehme mal deine Folie hier ab und stecke das mal. Genau, also. Die Mitte liegt schon. Wir müssen aufpassen mit den Gläsern, Silke. Nicht, dass das unser Malheur heute ist. Oh ja. So, natürlich sind Bündchen immer so ein bisschen gerafft, ja. Und deswegen mache ich Mitte vom Bündchen. Genau. Einfach so, hier liegt es schon noch. Und steck das einmal fest. Steck einfach mal die Mitte fest. Und zwar gut, kurz und bündig die Anleitung. Genau. Genau so ist es. Richtig. Dankeschön. Das freut mich. Ja. Weil am Anfang hatte ich auch Knoten im Kopf, ja. Mhm. Ich habe nur die Teile bekommen und habe dann gedacht so, da stimmt was nicht. Nee, das genau. Stimmt dir wirklich was nicht? Das musst du zugeben, Silke. Ja, am Anfang. Und dann haben wir das ausgemerzt. Und dann naja, wobei am Anfang habe ich dir dann, ich habe dann immer über Videoanleitungen, habe ich ihr dann immer am genähten Objekt... habe ich ihr erklärt, was sie machen muss. Und dann hat sich das dann, wenn man es dann gesehen hat... Aber es ging nicht so ganz ohne, ja? So. Genau. Ja, also, wir nähen dieses Bündchen als erstes mal ans Rückenteil fest. Ein bisschen mit Zug. So. Ein kleines bisschen, das ist wirklich nicht viel. Genau. Achtung, komm, Klemmerchen. So. Und da ist es auch ein bisschen... Ich habe mich letztens auch geschnitten. Deswegen ist mein Daumen so empfindlich. Ja, wirklich, tatsächlich mit einer Schere. Ja. Ja. So, jetzt gehen wir an die Overlock und nähen das einmal fest. Das Gleiche könnt ihr natürlich alles auch mit der normalen Maschine machen, falls ihr keine Overlock habt. Aber das ist jetzt hier überhaupt kein Hexenwerk. Wir nähen einfach die Länge des Bündchens jetzt schon. Ja, das passt. Angepasst, ja. Das passt auch so. Da musst du nichts anpassen. Nee, ich meine, das Bündchen ist ja, ja nee. Anders hoch nee. Als... Ja. Eigentlich nicht. Hm? Eigentlich passt es genau. Den Altstoffbündchen ja. Passt.
So. Also einmal festnähen. Genau. Wo kommt der Fehler? Wo kommt der Fehler? Die normalen Bündchen legt ihr natürlich im Bruch. Genau. Das ist genau. Jetzt ein Fertigbündchen. Normale Bündchen im Bruch annähen. So wie du es kennst bei einem Bündchen. Würdest du jetzt dein Bündchen im Bruch legen und einmal hier annähen. So. So, fertig. Ja, das ist das eine. Und Rücken. Das nächste ist das... Ja, hier genau. Unterarm. Einmal drehen. So, da haben wir den Unterarm. Ja, oder hinterer Ärmel haben wir es genannt. Nur mal gucken, ob ich auch alle Markierungen habe. Ich habe eigentlich nochmal alles überprüft. Sie ist dran, die Markierung. Mhm. Und da hast du deine Kinder. Genau. Da habe ich dann. Also, wie gesagt, wenn ihr jetzt wieder ein normales Bündchen habt, wieder im Bruch. Ja. Dann hier unten anlegen, wieder ein bisschen unter Zug. Wir haben jetzt hier so ein Fertigbündchen. Genau. Aber nochmal zum Gucken: Das Fertigbündchen ist genauso hoch, ja, ja, wie das Bündchen, wenn du es klappst. Also, die passen genau. So. Da haben wir schon drauf geachtet. Auch hier wieder Mitte auf Mitte. Bei der Folie, genau, da fragt er einfach bei uns nach. Bei Nadja oder bei mir, wir können euch dann mit der Folie, können wir uns aushelfen. Mhm. Mhm. Oh, guck mal, unsere Schokolade. Ist schon das Missgeschick, muss ich alles essen. Dann kann ich gar nicht mehr reden. Wir schreiben die mal weg. Wie geht's euch denn eigentlich so jetzt? Seid ihr alle fertig mit Weihnachten und so? Also was heißt fertig, aber mit euren Geschenken? Habt ihr alles geschafft oder seid ihr im Stress? Oder kommt ihr morgen noch bei uns vorbei und kauft Musselin? Last-Minute-Weihnachtsgeschenk, ein Musselintuch. Das geht immer, ne? Mhm. Das geht so flott. Ja. Genau, Bündchen ohne Nahtzugabe zuschneiden. So, dann geht es hier an diesen hier. Diese hinteren. Fertigmaß, Nahtzugabe ist bereits enthalten. Auch wenn ihr das am hinten möchtet, dass es sich nicht so sehr kräuselt hier, dann einfach ein bisschen, das habe ich auch schon gemacht, einfach ein bisschen noch die Nahtzugabe dazu machen. Aber es ist die Nahtzugabe eigentlich schon enthalten und somit kräuselt sich das dann ein bisschen zusammen. Ja, also ein ganz kleines bisschen. Aber ihr genau. Müsst halt bedenken, dass vorne gibt es halt eben kein Bündchen. Wenn ihr nur, ihr habt nur die halbe Strecke für ein Bündchen, auch am Arm, dann macht es schon durchaus Sinn, wenigstens ein bisschen enger zu werden. Mhm. Genau. So. Letzte Naht, dann haben wir Thema Bündchen schon abgehakt. Oh, eine Tasche voll Glück wird noch genäht von der Jessica. Ja dann, du hast ja noch ein paar Stunden. Ich auch. Oh, gebratene Mandeln müssen noch gemacht werden. Ja dann, also du weißt ja, wo wir sind mit den gebratenen Mandeln. Wir nehmen die aber auch noch im Januar, kein Thema. So, jetzt haben wir also die Bündchen schon reingemacht. Die Reihenfolge ist jetzt beliebig. Man könnte noch die Kapuze vorbereiten, was auch noch ein ganz einfaches Thema ist. Da habe ich schon eine Vorbereitung getroffen und habe die G770 schon aufgebügelt. Dann hat die halt hier so ein bisschen mehr Stand. Aber wird nicht schwerer. Oder die Nadja macht jetzt weiter, indem sie... Die Teile, die wir gerade eh in der Hand haben. Ja. Ja. Die haben ja hier so Knipse. Also wir haben den hinteren Ärmel und das Hinterteil. Da gibt es so schöne Knipse. Die kommen aufeinander. Und wir nähen jetzt als erstes also Hinterteil an hinteren Ärmel. Ja. Macht man bis... Also
Wer kennt ja den Pulli, wo das schon mal gemacht hat? Hm? Gibt's nicht. Nicht wirklich, oder? Nee. Da. Und ich habe es in der ersten Version auch anders gemacht. Und bin dann aber dazu gekommen, dass das der bessere Weg ist. Ja, genau. Und dann kommt, dann hast du nämlich auch, das ist die Passe dann, was dann alles miteinander verbindet. Also, wir nähen jetzt den hinteren, also den, das Rückenteil und ich muss gerade noch mal gucken, den hinteren Ärmel, die zwei Schnittteile nähen wir jetzt hier an dieser Stelle zusammen. Ja, da haben wir unsere Markierung und da passen die genau aufeinander. Das machen wir jetzt einmal. Ihr könnt immer wieder Fragen stellen. Ihr werdet auch sehen, das wird einer der schnellsten Hoodies. Zumindest finde ich, mittlerweile bin ich da. Absolut. Der ist, der ist wirklich, wenn ihr euch daran haltet, wirklich flott genäht. Ja. Und ihr könnt auch immer noch euch noch hier Kreationen noch dazu machen, natürlich. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wir haben uns echt mal für einen Klassiker entschieden. Den Mann, der relativ basic ist. Der basic ist und ich liebe ihn auch wirklich, auch Uni, der dann zu so einem Rock und sowas echt mal gut passt. Und die ein bisschen sind schicker. Bei mir hier auch tatsächlich nur Fake-Kordel. Genau. Ja, also aber kann man machen. Genau. Wollen wir noch singen? Nee. Rudolf? Nee. Hör mal auf. Nee. Wir konzentrieren uns jetzt, ja? So, okay, so sieht's dann schon mal aus. Da haben wir jetzt schon mal ein Teil. Kapuze können wir auch ganz zum Schluss machen. Gut. Jetzt gehen wir hier Vorderteil. Die Passe. Jetzt kann die Passe dran. Genau. Die Passe besteht jetzt in dem Fall, weil es zwei verschiedene Stoffe sind, besteht die in dem Fall aus, nicht im Bruch zugeschnitten, sondern hat hier eine Naht und die Naht ist das erste, was wir jetzt erstmal schließen. Du sagst jetzt, weil es zwei verschiedene Stoffe sind, aber das ist ja eigentlich nicht der Grund, sondern weil du stoffsparend zugeschnitten hast, ne? Ja, klar. In dem Fall, wenn ich zwei verschiedene Stoffe habe, ist es stoffsparend zugeschnitten. Genau, du könntest ja auch aus dem hier. Dann bräuchte ich davon aber zwei Meter und das hab viel Abfall. Genau. Aber wenn ich einen Uni mache, habe ich die 2 Meter. Und dann habe ich das im Bruch zugeschnitten. So. So, das wird jetzt erstmal geschlossen. Da müssen wir auch gar nicht viel Fetz machen. Das ist so ein kurzes Stück. Das muss man sich auch nicht großartig stecken. Da reicht eine Klammer. Ich mache es nur wegen, weil es sich ein bisschen rollt. Hier. Genau, und dann wird es einmal verbunden. So. Sudele. Fatz. Und jetzt haben wir da auch Markierungen, Knipse. Mhm. Und mit den Knipsen können wir jetzt das ganze Teil an unser Rückenteil einmal hier oben festnähen. In der Mitte haben wir die Mitte vom Rückenteil. So soll es dann aussehen. Genau, so kommt es dran. Warte mal, ich gehe mal in die Ferne. Mhm. So geht's dran. So, und hier gibt es einen Knips. Ja. Seht ihr das? Das ist die Naht, wo wir den hinteren Ärmel genau, und da das Rückenteil. Genau auf diese Naht. Ja. Und hier drüben gibt es dann auch so einen Knips. Genau. Der trifft genau auf diese Naht. Und dann die Mitte auf die Mitte. Auf die Mitte. Können wir hier gerade nochmal die Mitte genau markieren. Dann vielleicht auch mit einem kleinen Knips machen. Und dann rechts auf rechts natürlich. Also wenn ihr Fragen habt, immer gut zwischenrein fragen, gell? Hat jetzt jemand gesagt, dass er mitnäht? Er, sie? Gibt's ich weiß nicht. Näht jemand mit? Ich habe jetzt gar nicht. Ich glaube, nee. Ich glaube, die schauen alle nur zu. Die nehmen uns wieder als Vorprogramm für ZDF und ARD. Weil es gab viele, viele, die den Schnitt bestellt haben. Jetzt wahrscheinlich neugierig sind, das finde ich genau gut. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe einen Knick in der Optik und habe den Stoff falsch aufgelegt. Nein, nein. Wir haben hier eine Frage, bis zu welchem BU
Brustumfang geht das Schnittmuster. Da schauen wir mal hier drauf. Moment, ich muss gucken. Oberweite. Hier. Bis Größe 54. 1,60 Meter. Ja? Also es ist schon... Es ist nicht unbedingt oversized. Ihr seht, er ist von vorne schon relativ... Er wirkt schmal. Schmal. Weil dieser Raglan genau. sehr tief geht. Ja. Aber er hat hier auch ein bisschen Fledermaus. Ja. Also ich würde sagen... Er ist schon ein bisschen, ja, oversized, aber er sieht nicht oversized aus. Ja. Ja. Ich nähe mit, die Tanja näht mit. Super, sehr Tanja. Schön, sehr schön. So, und jetzt kommen wir an den Punkt, warum der Schnitt so heißt, wie er heißt. Mhm. Ich also habe da auch noch... wirklich ja. überlegt, ne, und uns ganz schön hin und her ge... Ja. Philosophiert, ne? Ja, wir wissen eigentlich jetzt, oder wir wussten an diesem Tag eigentlich in sämtlichen Sprachen, was Hoodie heißt, Kapuzenpulli, ja. falte Bündchen. Ja, wir wussten alles. Ja. Und bis wir dann auf ins Japanische gingen, weil Origami hatten wir dann noch so als Thema. Aber das war uns dann zu unsicher, weil es den Namen vielleicht ja geschützt ist und so. Und deswegen haben wir gesagt, ja, kamen wir da drauf jetzt. Genau. Du kannst ich nähe nach. Mit und Knipse passen nicht aufeinander, aber wird schon. Hä? Hm. Also bei uns passt das alles wunderbar ja. aufeinander, gell? Also, genau, also hm. an welcher Stelle passen die Knipse ja, also hier gibt es ja nur zwei Knipse. Welche Knipse passen nicht? Also die der, Schulter? Von der Passe oder was? So, also wir waren an dem Punkt, genau. warum der Schnitt so heißt. Ja. Wir müssen jetzt falten. Ja, ja. Durch diese Falttechnik. Achtung, hier ist wieder der Knips. Ja. Und da von ist normalerweise Masse. Kein Knips. Genau. Aber ich mache mir den immer rein. Ja, stimmt. Weil, so eine Ecke, ne? Weil ich nämlich dann das super hier so umklappen kann. Guckt mal da ins Genaue. Und dann kann ich das Bündchen wirklich so aus dem Knips hier so ein bisschen rausziehen. Und dann sieht es... total passend aus, ja? Stimmt, das habe ich nämlich hier zum Beispiel nicht gemacht. Und dann habe ich das immer schwer hinbekommen. Und dann entsteht so eine Ecke. Ne? Dann entsteht eine Ecke. Und seitdem ich diesen Knips mache, entsteht die Ecke nicht. Und es sieht dann total sauber aus. Super Tipp. Ja? Also das ist nochmal ein Tipp, denn der Knips ist nicht erforderlich und er ist auch nicht da. Aber wenn ihr ihn macht, dann kriegt ihr ganz sauber diese Ecke hin hier vorne. Mhm. Ja, deswegen so. Mache ich da auf alle, an alle Stellen einen Knips. Genau, also es wird jetzt diese Passe einmal rechts auf diesen, auf die Rückseite gelegt. Und dann der Umbruch, der eingezeichnet ist, den seht ihr an diesen Ecken, die da im Schnittmuster sind. Da könnt ihr euch nochmal den Knips reinmachen, in diesem Knicken im Schnitt. Hast du den nochmal hier? Also da seht ihr Umbruch. Ja. Da, diese Stelle. Genau. Und wenn ihr auf beiden Seiten hier, da an die Linie, einen kleinen Knips reinmacht, dann ist es total hilfreich, dass das wirklich hier vorne nicht so eine Ecke entsteht. Mhm. Ja? Na gut, bei mir war jetzt auch noch dickeres Material. Ja, aber das ist, also das ist einfach, das habe ich mittlerweile, das ist wirklich ein guter Tipp. Und dann legen wir das auf die Rückseite und es wird natürlich hier auch festgesteckt. Genau, und wird einmal zusammen... Da dreilagig vorne am Bündchen und alles andere zweilagig einmal festgenäht. Das machen wir auf der anderen Seite auch noch. So, gehen wir rüber auf die andere Seite. Machen wir genau das Gleiche. Genau. Dann gucken wir unser Weinglas. Ich kann ja mal wieder einen Schluck trinken. Ich bin dann immer, ich muss ja noch fahren. Vor allem muss ich noch meine Tochter abholen. So, hier wieder der Knips. Und ich lege den hier um die Ecke. Ich höre dann jetzt auf zu trinken. Bin ja ein Vorbild hier. Was soll das? Ich trinke jetzt nur noch meinen Tee hier. Aber das ist Tee. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, hier, ich hätte jetzt den Rotwein, den Rosé in die Flasche umgefüllt. Ja, so. Hier ja, also hier haben wir auch den Knips. Und dann ziehen wir schön das Bündchen ein bisschen aus dem Knips raus. Und dann habt ihr am Schluss eine ganz saubere Stelle. So. Super erklärt, vielen lieben Dank. Das machen wir gern. Toller Tipp. Mhm. Das macht den Meister, genau. Das sind so Stellen, ja, die sieht vielleicht kein anderer, aber das sind Stellen, die haben mich an immer gestört hier.
dass da so eine Kante entsteht. Und dann habe ich das mit dem, habe ich alles überlegt, dann habe ich es schon vorgenäht mit der normalen Maschine und Gott weiß was gemacht, ja? Und mir überlegt, wie, was ich da für einen Trick anwenden kann. Aber mit dem Knips ist das eine tolle Sache. Aber hier ist auch ganz gut geworden. Ja, das wird ja dann, manchmal wird es ja auch gut. Also ja, so ist es ja nett. So, dann fangen wir hier an. Ich ziehe den extra nochmal raus, dass es für dich perfekt wird. Ja, bitte. Und dann könnt ihr das ganze Ding sie bumsen einmal nähen. Durch. Wir nähen jetzt also die Passe einmal an Rückenteil und hinterer Ärmel an. Den hinteren Ärmel haben wir vorher. Die ganze lange Strecke von einem Arm zum anderen. Den hinteren Ärmel haben wir an das Rückenteil schon angenäht. Für alle die jetzt noch dazukommen. Ah, Tanja hat's auch. Ich kapiere das gerade nicht, doch jetzt hat sie es. Wir können es dir auch gleich nochmal zeigen. Das gleiche machen wir nämlich auch unten. Da bei den Bündchen hier unten machen wir ja das gleiche auch nochmal. Da erklären wir es nochmal. So, also einmal schön durchnähen. Ich hatte nämlich das erste Mal erst die Passe ans Rückenteil genäht und dann die unteren Ärmel dran. Und wie hast du die Ecke gemacht? Und dann hast du so eine ganz blöde Ecke bekommen. Ja. Ich wollte gedacht, du hast aber dann gut hinbekommen, wenn du das dann noch reinbekommen hast. Ja, das geht auch. Aha. Es ist halt nur frickelig. Ja, ja. Ja. Na, so ist es schon. Und so ist es viel einfacher. Ja. So, jetzt sind wir gleich auf der anderen Seite. Also einmal Ärmel. Von die komplette Spannbreite haben wir jetzt einmal genäht. Die Flügel. Die Flügel, genau. So, ich halte es hier extra nochmal raus. Ja. Ja, dann können wir uns das gleich mal angucken, ob das die Nadja richtig hinbekommen hat. So, Achtung. Tada! Wir falten es auseinander. So. Und guckt euch das an. Ja? Ja? So also das ist... So ist der Übergang. Ja, perfekt. Oh, also Nadja, wie du das gemacht hast. Also perfekt. Also, Nadja, Silke, ich bin begeistert. Dein Trick. Ja? Mega. Merkt ihr das, wie wir uns ergänzen, Leute? Merkt ihr das? Das haben wir ja schon drauf. Das haben wir, das wissen wir schon lange. So, dann sieht es so aus. So, guck mal. Ja, dann sieht es schon mal so aus. Also ich würde schon sagen, der Pulli wird cool. Ich finde ja mega diese Kombi mit dem traditionellen und unten den Neonbündchen. Mhm. Also sehr, sehr gut. Supi. Supi. Silke, willst du mal? So, ich will auch mal. Ja, mein Arm wird nämlich... Komm, du bist in der Kamera. Jetzt hör auf zu jammern. Oh, mein Arm. Jetzt ist wieder Showtime. Und jetzt kommt auch wieder ein Thema, über das Nadja und ich auch mehrmals diskutiert haben. Weil wir haben da auch ein Verständnis, sind da ja nicht das gleiche Verständnis. Weil jetzt haben wir unser Vorderteil, was wir jetzt an die Kombi, die wir jetzt zusammengenäht haben, dran nähen. Ich würde sagen, wir nähen jetzt die Raglan. Ja, also Raglan-Ärmel mit Vorderteil-Raglan nähen wir zusammen. Wie ganz normal, wie bei einem Raglan-Pulli. Ja. Nadja meinte, wir nähen Schulter. Warte. Ich antworte nur mal, wird das Video gespeichert? Natürlich. Ja, natürlich wird das Video gespeichert. Natürlich, ihr könnt uns dann jeden Abend kurz vor ARD und ZDF im Vorprogramm könnt ihr uns immer wieder angucken. Schulter. Ey, komm, hier ist auch noch Schulter. Da ist auch noch Schulternaht, finde ich, ist hier oben. Und das ist, wir nähen jetzt Raglan. Ja, also wir haben hier einen Raglan, wir haben hier einen Vorderteil und wir nähen jetzt einfach, wie wir das sonst auch machen, die Raglan-Ärmel
Das sind so Begrifflichkeiten. Ja. Also jeder, der mal, wie habe ich das gemacht? Na, Ich bin bei Schulternähte. Du hast geschrieben und hast mich überhaupt nicht beachtet. Meine Meinung. Sigi, ich habe dich beachtet. Ja, das stimmt gar nicht. Wir haben ja diskutiert darüber. Ja, genau. Dann hast aber irgendwann hast du doch das gemacht, was du wolltest. Ja. Aber ist ja auch okay. So hat auch jedes das Schnittmuster hat dann auch. So, jeder hat seinen Senf da mit reingebracht. Und genau. Das kann ich dann immer wieder erwähnen. Also Leute, ja, es geht hier um dieses Wort, ja. Wenn ihr diesen Sweater näht und euch an diesem Wort stört, unter Punkt 4 Schulternähte, ja, dann könnt ihr gerne Beschwerden an mich richten, ja. Ich weiß nicht, was ich dann mache, ob ich unterm Teppich krieche und weine, ja, weil ihr alle der Silke recht gebt, oder ob wir darüber hinwegsehen und ihr trotzdem versteht, was gemeint ist. Natürlich verstehe ich das. So, also ich habe mir jetzt einfach das Vorderteil, wie gesagt, an die Schulter gesteckt, die Schulternaht, und nähe jetzt einmal hier. Ah, jetzt hast du auch Schulternaht gesagt. Ja, nur weil du das jetzt. Und nee, auch da. Haben an der Stelle natürlich auch einen, zwei Markierungen, die aufeinandertreffen. Ja. Ja. Die passen. Und jetzt nähen wir einfach hier zweimal runter. Ja. So. Säckchen ausgeben. Säckchen ausgeben. Wem denn? Wem denn, Sabrina? Hä? Wem soll ich einen Sekt ausgeben? Allen oder was? Naja, klar. Jetzt lade ich alle zu einem Sekt ein. Jetzt braucht ihr nur noch alle schreiben, ja? Die Schulternaht, der Schulternahtbegriff. Genau, die wollen jetzt von dir. Vordere Schulternaht. Siehst du, ich finde auch, es ist eine Schulternaht. Wenn es nur eine Naht gibt in Schulternähe, dann ist es halt die Schulternaht. Ja, ich weiß nicht, aber kennt jeder den Begriff Raglan? Raglan-Naht? Ja, aber wie steht es in einem Raglan-Schnitt? Schulternaht? Steht da, Wir wetten, dass wir das finden und dann ist gut. Ja, wir nehmen uns einen Raglan-Schnitt und gucken in der Anleitung, wie es unsere Kolleginnen machen. Genau. Oder Kollegen. So machen wir das. Ja, so machen wir das. Und melden uns morgen. Hier kommt die Frage, wie viel Stoff braucht man pro Farbe? Warte mal, also du hast die Möglichkeit, das als Uni zu nähen. Und wenn du zwei Varianten nähen willst, warte, in kurz brauchst du für den Hauptstoff. Hauptstoff haben wir jetzt gesagt, das ist der hier in der Mitte, ja, der hier in der Mitte. Das ist jetzt bei Silke der Hahnentritt. 1,10 Meter in kurz, 1,20 Meter in lang. Und wenn du Stoff sparend, diesen zweiten Stoff verwenden willst, also mit der zusätzlichen Naht in der Schulterpasse, wie wir sie gerade gezeigt haben, dann sind es 1,20 Meter. Also pro zwei Stoffe da bist du jeweils 1,20 und ihr könnt euch dann noch wirklich während dem Zuschnitt überlegen, wo ihr welchen Stoff haben möchtet. Genau. Weil ihr braucht von beiden Stoffen 1,20 und es geht auch wirklich genau auf. Ja? Ja. Also wir haben jetzt hier vorne die Naht geschlossen und können jetzt einmal den Ärmel schließen. Mhm. Und da ist jetzt wieder das Thema mit dem Falten. Können wir Silke nochmal erklären? Ne? Genau, jetzt können wir es nochmal erklären. Genau, da schauen wir mal ganz gut. Eva Maria, ich sehe deine Frage. Kannst du was zu der Fake-Kordel sagen? Natürlich sage ich dazu was. Ich will nur mal kurz aufpassen hier. Also ich fange jetzt immer an mit bei diesem Punkt. Mit hier unten unterm Ärmel. Genau, dass die zwei Nähte schön aufeinandertreffen. Lege eine rechts, eine links. Und mach mir hier eine Klammer rein. Hier unten haben wir jetzt das Gleiche wieder. Wir haben unser Bündchen, was wir hier schon geklappt haben. Und dann kommt auf der anderen Seite das andere Bündchen mit rein. Und haben auch da wieder einen Zwick, den ich dann... Bündchen gut rausziehen. Dass ich das Bündchen da schön drum wickeln kann. Genau. Ja? Also wieder die Falttechnik. Der Umbruch wird... komplett um das Bündchen drum gelegt. Und schön gerade. Und dann hier raus und feststellen. So. Genau. Und dann geht er die ganze Strecke entlang. Mhm. Und macht es unten auch nochmal.
Genau. Also hier haben wir jetzt unseren Ärmel. Die treffen schön aufeinander. Und gehen dann nach hier unten. Und da haben wir auch wieder einen Umbruch. Da habe ich auch mir die Stelle markiert hier, wo der Umbruch ist. Hier an der Stelle habe ich mir auch hier einen Zwicker reingemacht. Und da lege ich auch da wieder mein Bündchen schön rein mit dem Zwickeimer außenrum. Ja, dass ich das schön hier so ein bisschen rausziehen kann. Und dass es einfach nicht wegrutscht, ja, genau. beim Einlegen unter die Overlock- oder Nähmaschine. Und auch da noch eine Klammer und hier noch eine Klammer. So, ja, eine Seite. Das gleiche machen wir mit der anderen Seite. Hier oben wieder an unserer Markierung schön das Bündchen so ein bisschen hochziehen auf beide Seiten und schön feststecken. Ich gucke dann immer, haben wir es da nach unten geklappt, die Nahtzugabe, dass die auf beiden Seiten an der oben oder unten geklappt ist. Von der Seite, wo das Bündchen dran ist. Ne? Genau. So. Und dann auch gucken, dass die Naht hier unterm Ärmel schön aufeinander trifft. So, geh nochmal rum. Dann passt das hier wieder. Es ist ja auch schön beim Jersey, ja. Also das passt schon schön, beides ein bisschen ziehen und dann ist das alles. Hier unten habe ich auch wieder meine Markierung. Da lege ich das Bündchen rein, klappe es schön hier um, dass ich das Bündchen ein bisschen aus dem Zwicker rausziehen kann. Ja, hier ist das Bündchen, dass es schön hier rausgeht und dann wieder parallel nach unten. Und dann auch hier. Das habe ich noch oben, dann lege ich es auch hier nach oben. Und dann passt auch das. Ich kann noch eine reinmachen, aber passt wunderbar. Und jetzt nähe ich die beiden Teile hier unten einmal komplett zusammen. So, in der Zwischenzeit kann ich ja was zu meinen Kordeln, Fake-Kordeln sagen. Warte mal, dann drehe ich mal die Kamera um. Also, ne, einfach wieder durchnähen, ob mit der Nähmaschine oder mit der Overlock. Da müsste Silke jetzt kurz nicht über die Schultern kommen. Ich drehe mal kurz die Kamera. Mal sehen, ob es klappt. So, also ihr wolltet was zu den Fake-Kordeln wissen. Fake-Kordeln, ja, also wir haben so Ösen-Patches. Ich habe in meinen Story-Highlights auch nochmal Pakete oder schöne Stoffkombis reingestellt, wo ich immer auch eine Kordel und einen Ösen-Patch dazu gelegt habe. Ja? Da wird einfach ein Loch in den Stoff gemacht, der Ösen-Patch drüber genäht und ich habe beim Annähen des Ösen-Patches gleich die Kordel reingesteckt und die einfach hier hinten dran mit angenäht. Dadurch habe ich keinen Tunnel. Ihr könnt natürlich auch einen Tunnel nachher machen und die Kordel komplett ringsherum, aber ich finde, weil der Hoodie an sich so schön Stand hat durch die G770 und eng anliegt und eher so wie so ein Schalkragen schön am Hals sitzt, ja, braucht es jetzt nicht noch extra eine Kordel zum Festziehen. Und deswegen sind die für mich einfach nur passend zum Stoff und einfach noch ein dekoratives Accessoire. Das ist ein Kann, ist kein Muss. Und zur Platzierung könnt ihr auch einfach nur mal gucken, wie es euch gut gefällt. Das habe ich auch nach Gefühl gemacht, wo ich sie gern hinhaben wollte. Ja? Passt es für dich als Antwort? Wie gesagt, ihr seid ja ganz frei. Wer schon mal Hoodies genäht hat, der weiß auch, wie das funktioniert mit den Kordeln und den Tunneln und so weiter. Aber unser Grundgedanke war, es ist ein Basic-Schnitt, auf dem man gut aufbauen kann und auch wieder Dinge einbauen kann. Nicht wahr, Silke? Ja. Die wir sonst auch gewohnt sind. Okay. Genau. Wir gucken mal, wir gucken jetzt mal, was, wie weit Silke ist. Ich drehe euch jetzt mal wieder um. Ich
Ich habe eine Seite schon fertig. Und jetzt kommt die zweite. Und dann sind wir doch schon fast durch, oder? Also, ach so, ja, die Kapuze fehlt noch und dann sind wir, müssen wir nur noch den Saum machen. An den Stellen, wo keine Bündchen sind. So, einmal durch. So, jetzt können wir wieder kontrollieren, ob Silke das auch so schön hingekriegt hat. So. Ja, also beide Seiten sehen jetzt echt schön aus. Ja, das Bündchen ist hier schön eingefasst. Bitte. Wunderbar. Und das war, ist doch mal auch eine Erleichterung, ja, so ein Bündchen anzunehmen, nicht im Kreis und dieses Stecken und dieses Vierteln. Ja, und Kreis rein, Kreis, Kreis raus, ja. Und so, ja. Ja. Unten noch. Noch das gleiche jetzt hinten. Ach, da ist hinten. Ja. So. Da treffen sie dann wieder aufeinander. Schaut, das wird jetzt, ist so fast ohne Kante hier dran. Mega. Ja. Das Schöne ist ja bei dem Schnitt, dass der so leicht schräg nach vorne geht, dass du selbst vorne so ein bisschen genau die Bündchen immer noch blitzen siehst. Das ist auch eine coole Kombi. Ja, gefällt mir gut. Das sieht gut aus. Also, ihr seht schon fast fertig. Jetzt kommt unsere Kapuze. Und da habe ich euch ja schon gesagt, da war die Vorbereitung, die ich noch getroffen habe. Ich habe die die G770 einmal auf mein Innenteil festgenäht. Festgebügelt. Festgebügelt, genau, Entschuldigung. Ey Silke, das hast du vorbereitet? Dann kannst du ja heute gar nicht bügeln. Also irgendwas müssen wir uns noch einfallen lassen. Naja, die Isabel würde jetzt die Nähte noch bügeln hier. Ach so. Ja, ja. Das machen wir dann. Aber so extrem bist du nicht. Nee, so bin ich noch nicht. Ah ja, Gott sei Dank. Genau. So weit bin ich noch nicht. Silke ist nämlich unser Bügelfan. Ja. Also wir können jetzt also einfach hingehen und einmal die Innenkapuze hier festnähen. Und natürlich auch die Außenkapuze. Und einmal. Silke ist farbenmutig, sagt Vernäht. Warum? Naja, wir haben Farb- und Stilberatung gemacht hier, ne? Ja, habe ich auch schon gemacht. Ja, haben wir zusammen gemacht hier bei mir. Stimmt, ja, das war ich noch. Von das unserer... hat mich immer noch schockiert. Du bist der dramatische Typ. Der dramatische Typ. Also was sind dramatische Typen? Dramatische Typen sind diese Model-Typen, die eigentlich alles tragen können. Das hat dann alles wieder rausgerissen. Weil ich dachte, er ist dramatisch. Ich habe mich ja als sportlichen Typ eingestuft. Und dann kam dramatisch. Genau, also wir haben einmal hier das einmal rumgenäht. Aber du kannst doch alles tragen. Ja. Also vom. Vor allem meine Hose. Schaut mal, meine Hose. Ja, das ist sehr dramatisch. Die ist dramatisch. Die ist auf jeden Fall dramatisch. Also ich kann euch sagen, wisst ihr, wie bequem die ist. Ich werde aber aus diesem Stoff noch was anderes nehmen. Weil, ich dachte, es kommt mega gut, der Stoff, aber er ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber sie ist sowas von bequem. Und ich dachte, heute Abend muss ich es sehr bequem haben. Was ist das? So 3D. Das ist ein Bonding. Ah, ja. Er ist wirklich total, schaut mal, der ist innen, ist es 100% Baumwolle. Ja, also so ein Jersey. Und außen ist es Polyester. Ah ja, dadurch ist es warm. Ja, es ist warm, es ist total angenehm zu tragen, nur hat es halt ein Muster, ja, wo ich dachte, als Hose, wie ich sie dann anhatte, aber naja, ich trage es mit Fassung. Ich trage sie gerne. Es ist auf jeden Fall dramatisch. Es ist, ja. Würde ich sagen. Es passt zu deinem Typ. Ja, genau. Nee, gib's zu. Ja. Herrlich. Ja. Ja. Man muss alles ausprobieren, ha? Das habt ihr doch bestimmt auch schon mal gehabt. Ihr habt einen Stoff vor euch liegen. Ihr findet den mega cool, den Stoff. Und dann denkt ihr, oh, davon eine Hose oder davon ein Oberteil. Und wenn ihr es dann genäht habt, denkt ihr, oh. Naja, vielleicht doch eine Jacke davon oder so, ja? Ja. Hast du es noch nie gehabt? Doch. Doch. Auf jeden Fall. Ja, aber... Ich dachte, das kommt mega cool. Ja, aber... Ich finde sie auch gut. Ich stehe da schon. Aber, darf ich dir was vorlesen?
ja. vernäht, die geschrieben hat, Silke ist farbenmutig, meint eigentlich das Neonbündchen zum Hahnentritt. Ach so. Und wir reden die ganze Zeit über deine Hose. Das ist ja harmlos. Ja, das machen wir ja ständig. Ja. Also sowas mache ich gern. Vor allem so alte oder so ein... So was Klassisches mit ja, Sport. Mit modern. Ja, da habe ich Silke auch schon... Silke macht auch an Blusenbündchen dran mit Streifen. Ja. Und du denkst so, es ist doch voll was Klassisches. Und wupp, ist ja. da schon wieder der sportliche Streifen genau. dran. Und trotzdem sieht es geil aus, ja. Dazu ist aber auch unsere Branche da, wir dürfen genau, das doch. Genau, kreativ sein. Das wäre auch so, wenn ich mir ein Haus wünschen würde, bauen würde, würde ich ein altes Haus kaufen und würde in diesem alten Haus dann Betonboden machen zum Beispiel, ja? Oder Stahlstütze irgendwie. Ja, ja, ja. Also ich so bin diese da, Stilbrüche. Ja, total. Ja, aber das ist, ja, das finde ich auch. Die Kapuze legen wir jetzt ineinander. Schöne Seite auf schöne Seite. Wie der Hochzeit. Wir verheiraten, genau, wie Hochzeiten. Und schließen einmal hier die Vordernaht. Aber ich denke, wer schon mal einen kapuzenen Hoodie genäht hat, der weiß das. Ja. Ja? Wir achten easy. Wieder, dass wir oben... Häufigst, schreibt Bärbel. Genau, dass die Naht auf Naht trifft. Und dann stecken wir uns das fest und nähen einmal. Von Geisterhand fragt Silke, deine Shiva in Orange, ist das die lange Version? Ja. Ja. Ja, die Kapuze haben wir verstärkt. Mhm. Da ist, genau. siehst du das, wie die so ein bisschen hier steht? Normalerweise würde der Stoff so richtig schön hier runterhängen, ja? Und du hast es immer am Hals so zu hängen. Und mit dieser G770 hat die Kapuze einfach irgendwie... Mhm. Man muss nur auch sagen... dass diese Siva eine Besonderheit hat. Ja, etliche Siva nähen, bevor der wirklich dann Endstadium hatte, dieses Schnittmuster. Und das ist zum Beispiel eine Variante, die wir auch mal in Betracht gezogen haben mit dieser Kapuze. Ja, ja die nicht so über... genau. Weil nicht. Diese Kapuze nähen wir jetzt nicht in dem Schnittmuster. Wir haben uns dann für eine andere entschieden, aber deswegen... Genau, mit dieser... Ja. überschlagenen haben Version wir her. Ganz viele Varianten. Genau. Aber von der also Länge her ist es die lange, lange Version. Version. Genau. So. So ein Schnittmuster entsteht natürlich mit ganz vielen Ideen und wie man was machen könnte und... Ach ja, wir haben ja schon 1000 Erweiterungsideen, ne? Und gerade noch, wenn du zu zweit ein Schnittmuster entwickelst, dann bringt natürlich jeder so seine Meinung mit rein und dann entscheidet man am Ende, was besser kommt und näht halt die verschiedenen Varianten. So, hier kommt noch eine Frage. Steppt ihr die Kapuze an der Vorderkante ab? Ich bin jetzt schon verknallt in meine Siva. So, nein, wir steppen sie nicht ab. Also ich habe es nicht gemacht. Ich, ja, ich habe schon Versionen gesehen, weil, schau mal, ich finde eigentlich gerade aus zwei Stoffen die Kombination ganz gut, wenn der eine so ein bisschen rausguckt. Und er darf ruhig auch über die Kante so ein bisschen rausgucken. Ja, finde ich auch. Jede Kante leiert immer durchs Absteppen so einen Tickel aus. Und das ja? wird wellig eventuell. Genau, und ich... mag eigentlich diesen Look, weil sonst müsstest du irgendwie auch hier wieder Kanten absteppen, um das wieder so abzurunden. Aber natürlich alles möglich. Genau. Möglich ja. ist es, aber wir machen das... Wir machen es nicht. Das Einzige, was man halt jetzt schön machen kann, bügeln. Ja. Um die Kante. Genau, richtig. Genau. Also wir haben jetzt miteinander Hochzeit gefeiert wenn du bügeln willst, Silke, ich kann dir dein Hobby nicht, also ne, deine Leidenschaft. Genau. Man kann jetzt noch überlegen, wie nähe ich sie an, so oder so rum, ja, also das ist auch noch eine Möglichkeit, wie jetzt Nadja, aber ich habe es bis jetzt auch eigentlich immer so gemacht, dass dieser Hauptstoff dann auch bei der Kapuze außen war, also ja kommt das nach außen. Der Hahnentritt. Ja, kann man. Das würde ich jetzt. Aber man kann es natürlich machen, wie man möchte. Genau. Haben wir auch schon einige Versionen. Ja. Das
Sabrina, wann kommt denn dein Kleidschnitt, Nadja? Ich warte. Oh Gott, welcher jetzt? Das sind schon wieder so viele im Kopf. Hilf mir mal, Sabrina. Welchen meinst du? Was gibt es alternativ zu G770? Nix. Also nix, was diesen... Ist viel zu starr? Die 250, das ist für Taschen. Geht gar nicht. Die 180, die bringt nichts. Die ist was für Blusen. Ja. Dann brauchst du ja eine, die auch nachgibt. Also die... Dehnbar und ein bisschen gestrickt ist, aber auch nicht zu dehnbar und ein bisschen Stand gibt. Mhm. Also die 770 ist die richtige. Mhm. Punkt. Ist in unserem Schnittmuster auch mit drin. Also wir geben sie auch Als Empfehlung weiter. Ja. Und erhältlich auch bei uns. Genau. Ja, also wenn du sowas brauchst, bestell sie dir. Es macht immer Sinn für die Kapuzen. Du kannst auch einfach mal testen bei einem und dann für dich entscheiden, ob du es brauchst oder nicht. Genau. Wir haben jetzt hier hinten die Naht von der Kapuze. Ach, Sabrina, jetzt weiß ich, welches du meinst. Ja, im Sommer. Es ist kein Winterkleid, es ist ein Sommerkleid. Es kommt. Siehst du, gut, dass du mich erinnerst. Wir haben vorhin gesprochen, was wir im nächsten Jahr alles machen wollen. Da war das Kleid irgendwie aus meinem Kopf schon. Da waren schon wieder so viele andere Sachen. Ja, im Frühjahr. Frühjahr, Sommer. Es hat wieder keine Ärmel. Deswegen ist es eher was für Frühjahr, Sommer. Jetzt brauchen wir erstmal Festtage, Feiertage. Genau. Die ein bisschen runterkommen. Wir müssen jetzt erstmal in die Winterpause gehen. Ja. Wie fühlt sich die 770 an? Pass auf, ich hole sie mal her. Ja, willst du mal kurz übernehmen? Oh, jetzt super. Mit einer Hand. Also ich mache aber trotzdem hier mal weiter. Also ich habe jetzt die Kapuze, hinten die Naht mit der Mittelnaht von meiner Passe aufeinander gesteckt. Und jetzt haben wir in der Kapuze hier solche Markierungen. Und diese Markierung trifft jetzt auf meine Schulternaht. Ja, trifft die auf die Schulternaht. Soll ich? Egal. Soll ich treffen? Wolltest du mal treff rein? Mal auf die Schulternaht. Und hier haben wir die... G770, ja, also seht ihr, das ist so ein, ja, weiches, auch wieder zum Aufbügeln, hier der Klebstoff, so eine, ja, aber es ist richtig ein Gewebe. Grob gewebt, genau, ja, und nicht so ein Vlies, was sich so wie 250 aufreißen genau. lässt, ja, also es ist schon richtig Stoff, ja. Ja. So, also der Zwick an der Kapuze trifft auf die Schulternaht oder vom Raglan vorne die Naht, gell? Und dann... Genau. Und wenn ihr jetzt Fake-Kordeln machen könnt und ihr habt euch das einmal so gesteckt, könnt ihr jetzt nämlich auch nochmal gucken, markieren, wo ihr die dran machen wollt. Bevor ihr es annäht, solltet ihr dann natürlich vorher noch dran nähen. Aber ihr könnt so euch einfach mal ein Bild machen, wo die Fake-Kordel oder überhaupt Kordelösen rankommen können. Ja. So. Und dieser hier, Knips, trifft auf die vordere Mitte. Mhm. Haben wir nicht markiert? Die nicht markiert. Die kannst du aber nochmal kurz dir holen. Wie sind wir auf eigene Schnittmuster gekommen? Ah, du, ich glaube, das ist einfach so eine Sache, die hat kommen müssen. Ja, also. Wenn du andere Schnitte nähst und ihr habt ja schon mitgekriegt, wenn, also die, die uns verfolgen und wenn wir andere Schnitte live genäht haben, ja, wir haben ja immer noch mal manchmal einen Tick verändert. Mhm. Hat er das dazu gemacht oder länger gemacht oder länger gelassen. Wir haben noch einen Taschen rein gemacht oder ein bisschen an den Kragen oder irgendwie sowas, ja.
Wir haben schon immer irgendwas anders gemacht und irgendwann ist es ein Selbstläufer. Ja, das sind, sagst du, ja, jetzt. Das jetzt, hat so kommen müssen. So, jetzt machen wir mal unser eigenes Ding und machen die Schnittmuster mal genau so, wie wir sie wollen. Ja, genau, richtig, weil du immer mal was gesucht hast oder was in der Art schon haben wolltest und nie so einen Schnitt es gab. Ja, und so entsteht dann was und dann gucken zwei Köpfe drauf und dann guckt noch die Schnittdirektrice drauf und dann. Ja. Und ihr seht ja auch, hier haben wir haben einen Hoodie. Es gibt 100.000, ich weiß nicht 100.000, aber wie viel Hoodie-Schnittmuster gibt's, ja? Keine Ahnung, wie viel, müsste man mal recherchieren, ich weiß es nicht. Aber auch hier haben wir gesagt, oh, wir wollen mal einen anderen, wir wollen mal was anderes. Das ja, gibt's das ja, es gibt Oversize, ja, das gibt, ja, Seite, eben. Ja, oder so. Und deswegen war das halt, dass wir da mal jetzt was anderes. Unser Nähheck sind diese Bündchen, ja? Das ist unser Nähheck bei dem Hoodie. Ja? Es ist auch nur in Anführungszeichen ein Hoodie, ein Kapuzenpulli. Nur ist es halt mal hier unser Nähheck. Und das war unsere Idee und so, ja. Mal was anderes. Und ich finde eigentlich mit der Passung eine schöne Möglichkeit, auch mit Farbkombinationen zu arbeiten, ja. Genau, genau. Jetzt haben wir noch, ja genau. Also die Frage, ob der Schnitt für einen Mann geht, hat eine Kundin von mir, die kam und das Schnittmuster gekauft hat mit einem Paket. Und daraufhin hat sie gesagt, sie hat gestern Abend mit ihrem Mann vor unserem Schnittmuster gesessen. Hat es sich schon mal angeguckt im Netz und hat die Maße verglichen und meinte dann, ah, der ist eigentlich nicht tailliert und nix. Der geht auch für einen Mann. Ja, also von daher, ich warte noch auf das Ergebnis. Ich würde beim Mann wahrscheinlich erstmal die lange Version nähen und lieber, wenn es dann... Ja, kürzen wieder. Lieber noch einen Tick kürzen, wenn es dann doch ein bisschen zu lang ist. Ja. Aber nicht... Aber es ist, irgendwie. Ja, aber es ist eigentlich kein taillierter Schnitt, also hat keine Taille in dem Sinn, er ist eigentlich für auch die Männer geeignet. Ich habe daraufhin auch echt ein paar Nähpakete geschnürt mit Männerstoffen. Also von daher, wir warten mal aufs Ergebnis. Ich kann es leider nicht ausprobieren, weil mein Mann nicht selbst genähtes anzieht. Von daher, also tut mir leid. Also am Ende sind alle Klamotten genäht. Ja, ja, eben, sagen. Aber von mir zieht er nichts an. So, jetzt schaut. Kapuze ist dran, ratzfatz, fertig. Ja. Unser Pulli ist eigentlich jetzt fertig. Jetzt geht es nur noch um eine Ziernaht. Naja, die Saumnaht hier. Die Saumnaht. Die Saumnaht ist hier unten jetzt vom praktischen her gar nicht notwendig hier unten, aber am Ärmel ist es schon störend. Ja, am Ärmel, wenn ich immer wieder, ja, das könnte ich auch einmal bügeln und dann wird es vielleicht auch drin bleiben, sag ich jetzt mal. Aber am Ärmel, jedes Mal, wenn ihr in den Ärmel reinschlupft, ja, dann bleibt ihr innen in dem Ding hängen. Also von daher könnt ihr jetzt das Ganze mit der normalen Nähmaschine, mit einer Einfachnaht, ja, also wir reden jetzt über diese Naht hier unten, die hier am Ärmel, ja, an der Vorderseite, ja, in Höhe vom Bündchen einmal diese Naht. Und mit dieser Naht nähen wir hier innen, Moment, ja, den Umbruch fest, ja. Mama, ich muss das mal auch mit einer Hand. Kannst du mir das mal kurz drehen, bitte? Yes. Nur mal so auseinander, nach innen außen drehen. Okay. So. Genau, wir nähen also das hier fest. Ja? Weil ansonsten beim Schlupfen schlupft ihr immer hier innen rein und das nähen wir damit fest. Genau, man könnte es jetzt auch mit Saumfix. Ja, kannst du machen. Wenn es dich... Du könntest es auch mit einem Blindstich machen. Ja, du kannst es alles. Auch schon ja. Gemacht, ja? Du musst es nicht machen, aber. Das dich hier auch optisch stört. Ja. Kannst es auch super mit einem Blindstich machen. Genau. Blindstich finde ich aber besser als Saumfix, weil Saumfix löst sich meines Erachtens zu schnell. Aber du kannst es natürlich auch mit einer coolen
Ziernaht mit einem coolen Garn, Bauschgarn. Hier habe ich zum Beispiel, kann man es erkennen, so einen Verlauf. Moment, ich komme nicht auf beide. Mit so einem Verlaufgarn gemacht. Also auch das geht wunderbar, ja. Also du kannst schon nochmal einen Hingucker machen mit dieser Naht, ja. Und man kann es halt mit der normalen Zwillingsnaht machen oder wir machen es halt mit der Easy Cover. Wer die hat, ist das ein wunderbarer Einsatz, weil es natürlich gleichzeitig dehnbar bleibt. Wobei das wirklich, also, ne, weil du ja nur eine halbe Umdrehung machst, ja, also da muss es nicht wirklich eine groß elastische Naht sein. Du kannst es tatsächlich wunderbar auch mit der normalen Nähmaschine machen, weil ich würde einfach die Stichlänge ein bisschen erhöhen. Durch das Erhöhen der Stichlänge hast du auch schon mehr Loop in dem Stich drin. Genau. Und dann kriegst du dadurch auch mehr auch die Elastizität, genau. Elastizität, dass der Gradstich nicht reißt. Und am Ende geht ja auch der elastische Gradstich oder auch ein breiter Zickzack. Oder, ja. Oder auch in diesem Fall vielleicht doch mal unser dehnbares Garn, unser... Ja, auch das könntet ihr in dem Fall an dieser Stelle einsetzen. Also alles möglich. Oder auch, wie Manjana hier schreibt, sie hat es mit Zaumfix fixiert. Es ist reine Geschmackssache, ja? Zwillingsnaht, genau, alles geht. Da sind dann wieder eurer Kreativität hier keine Grenzen gesetzt. Ich habe auch jetzt hier gesagt, ich möchte hier keinen buntes Garn haben, sondern ich möchte hier einfach dunkelblau hier eine Doppelnaht hier rüber haben. Ja? Das ist ja genug Farbe. Ne? Genau, ich habe genug Farbe. Was ich jetzt immer mache, dass ich gerade bin, ich markiere mir das mit Kreide. Also du machst das so? Dein Hahnentritt ist ja nicht zu verfehlen. Ja, beim Hahnentritt, aber auf der anderen Seite... Also ihr könnt jetzt bei, zum Beispiel, wir haben hier eine Linie vorgegeben mit dem Hahnentritt, aber wenn ihr das nicht habt, könnt ihr natürlich hier mit dem Handmaß und einem Stück Kreide, das sind nämlich hier 7 cm, ja, könnt ihr das auch, machen wir mal an den Ärmeln gleich. Ja, also ansonsten hier die 7 Zentimeter. Ich habe jetzt wirklich eine gute Orientierung. Da sehe ich wahrscheinlich auf dem Hahnentritt mehr, als wenn ich die Kreide immer mache. Ja, aber am Ärmel können wir es ja dann mal. Genau. So, und jetzt fangen wir genau am Bündchen an. Da. So, gehen rein und dann geht's einmal quer rüber. Immer wieder gucken, dass unten dann der Stoff drin liegt. Ja. Hier hast du auch, also der Stoff eignet sich gerade. Perfekt. Ein Uni-Stoff ist da ein bisschen. Und dann haben wir hier eine schöne blaue Doppelnaht hier drüber. Und somit haben wir das innen wirklich fixiert. Da gehen wir auch wieder bis zu den Bündchen. Noch eine. So. Dann brauchst du. Ah, du hast ja eins hier liegen schon. Zack. Genau. Das ist so ein bisschen das Besondere bei der Cover. Das rausziehen. So. So. Einmal ein Knötchen rein. Ja. Einmal knoten und dann kann man auch schon abschneiden. Genau, auf der anderen Seite, weil ihr da, wenn ihr da mit der Cover startet, da schnappe ich mir außen immer eine Nadel, da sind die noch außen, die ziehe ich mit der Nadel dann einfach nach unten durch, genau, und mache auch ein Knötchen rein. Ist normalerweise, wenn du coverst, ja, fängst ja, nähst ja über den Anfang drüber und damit ist es verriegelt. Das kommt gleich noch. So, genau. Und jetzt hier bei den Bündchen, da machen wir das natürlich so, wie du sagst, Silke. Ja, genau. Streifen. So. Ne? Ja. Das markieren wir uns hier, dass wir das schön gerade rübergehen.
Und jetzt hatte ich dann schon, hatten wir das Problem? Hatten wir ein Problem? Ja, ist schon ganz schön eng. Wie machst du es? Genau. Da hatten wir dann, da bringe ich dann immer gern wieder meinen Spruch, weil dann hieß es, ah, hier der Arm, der freie Arm von der Easy Cover, der ist viel zu groß, da kriege ich es nicht runter. Ich habe es mir ja nach innen, also durchgezogen und dann geht es auch gut. Aber so geht es auch. Ja. Weißt du, wenn du es jetzt einmal auf die andere Seite nimmst, dann kann man es auch gut runter. Und da, das gilt für alle Nähmaschinen, der kleinste Freiarm ist der Nähfuß. Also ich kann um den Fuß herum einmal mein Teilchen drum schieben. Ja, was meint ihr denn, wie Kindersachen genäht werden? Genau, die ganz kleinen. Also der kleinste Freiarm an jeder Nähmaschine ist der Nähfuß. Mhm. So. Nur gucken, dass wir hier die Linie schön im Blick haben. Aber ihr seht, ich habe hier auch den Klarsichtfuß. Ja, ich habe hier die Markierung, wo hier vorne führe ich und da hinten stechen die Nadeln ein. Und mit diesen Höckerchen sehe ich hier ganz toll. Und auch passiert. In diesem Fall haben wir ja blau gewählt. Da wäre es ist eh nicht so auffallend. Ich habe mir erst überlegt, dass ich dieses Neongrün hier nehme als Garn. Aber da hatten wir dann nichts Passendes. Und ich sage, dann möchte ich dunkelblau. So, schon fertig. Und wisst ihr was? Wir sind jetzt schon die vorletzte Naht. Also unsere Siva ist schon fast fertig. So, da können wir gleich knoten. Und auf der anderen Seite müssen wir es uns wieder nach unten holen. Und dann ist es fertig. Wenn euch das jetzt stört, wenn ihr das selber näht, dass hier noch beim Umbruch noch so ein bisschen Stoff übrig ist, weil ihr an dem vielleicht auch hängen bleibt, dann könnt ihr euch den gerne wegschneiden, ja, wenn euch das zu viel ist. Nicht notwendig. Ja. Ja. Gut. Andere Seite. So. Und zieh jetzt mal die andere Seite, den Ärmel auf die linke Seite. Genau. Ich finde, das ist dann einfacher für unter die. Hast du schon markiert gehabt? Nee. Ha? Ich sollte ja jetzt. Nee, du eh natürlich nach dem Markieren. Ist schon klar. Ja, markieren so, ist so herum. Genau, wir machen uns wieder die Linie, dass wir schön gerade werden. Ja? So, habt ihr noch Fragen? Wir sind nämlich bei der letzten Naht. Unser Hoodie ist gleich fertig. Hat irgendjemand noch eine Frage? Habt ihr alle Material, Stoff, Schnittmuster? Oder wer es noch nicht hat, seid ihr jetzt angefixt und wollt ja auch mal nähen? Genau. Den Schnitt und Material machen wir noch bis... Naja, wenn ihr heute bestellt, wird der noch morgen verschickt. Ganz klar. Richtig. Also, da sind wir noch schnell. Einfach als Weihnachtsschmankerl, dass sie sich das alles nochmal über Weihnachten Gedanken machen können, würde ich sagen... Bestelleingang bis Ende des Jahres. Ja. Geben wir noch auf Schnitt und Material. 10%. Dieses Jahr noch. Das können wir machen. Dieses Jahr noch. Gibt's das ganze Jahr. Dieses Jahr gibt's. Genau. 10%. Wir geben euch noch. Wir geben euch dieses Jahr, das ganze Jahr noch 10%. Ja. Du siehst so schön aus mit deinem Kopfschmuck. Du solltest aber das, glaube ich, öfters anziehen. Ja, du solltest das öfters tragen. Ja, du. Es steht dir ungemein gut. Danke, Silke. Ich weiß, wie es gemeint ist. Für die Folie, auch hier könnt ihr uns gerne kontaktieren. Schreibt uns an. Genau, wir verschicken auch, schreibt uns auf allen Kanälen. Ja, genau. Pünktlich das Vorabendprogramm. Ja, 20.14 Uhr. Wir schließen das Vorabendprogramm. So ist es. Mit der letzten Naht pünktlich. Und ihr könnt umswitchen auf ARD und ZDF. Oder auf einen Film. Ah, ja, natürlich. Jetzt diese Vorweihnachtsfilmchen. Oh. Diese ja, bestimmt. Last Christmas und so weiter. Und so die laufen ja schon die ganze Zeit.
Silke. Hast du keinen Faden drin? Irgendein Faden wollte nicht, wie ich wollte. Naja, das machen wir dann gleich noch. Was hast du denn gemacht? Der hat was ausgelassen. Er wollte nicht so. Ah. Da müssen wir wohl noch mal ran. Müssen wir mal eine Runde nachbessern. War das jetzt der hier? Na, das war das. Ach, es ist am Anfang. Jetzt sehe ich das. Weißt du, dass mir da ein paar Mal passiert ist, dass ich den Nähfuß nicht runter gemacht habe? Weil der Stoff so, ja, so drunter lag, dass es aussah, wie wenn der Nähfuß unten ist. Das ist mir, glaube ich, bei 2 Pullis passiert. Oh nee. Ja, ja. Ich so, gib's nicht. Aber kennst du den Trick mit der Cover? Ja, ja. Um das Schnelle wieder lösen? Also ich habe ihn letztens gezeigt, gestern erst. Und jedes Mal denke ich wieder, okay, suche den Anfang. Da musst du nur einmal den... Suche den Anfang und... Finde den richtigen Faden. Faden, ja. Und dann macht's hoffentlich. Ja, sie findet ihn nicht, den Faden. Es ist ja auch blöd, weil alles blau ist. Bitte anziehen. Oh, der passt ja aber überhaupt nicht auf meine Hose. Ach komm. Säge. Oh, weißt du, oh, die Kombi. Jetzt oh, meine ruhig. Mutter würde sagen, da bist du ja wieder geschmottelt. Nee, das hat meine Oma früher immer gesagt. Also der Pulli passt ja 1A zu meiner Hose. Seht ihr, das ist genau dieser Braunton. Aber meinetwegen ziehe ich ihn gerne an. Weißt du? Aber ist natürlich jetzt eine krasse Nummer hier zu meiner Hose. Ich lieb ja aber bunt. Dieses Bündchen und diese Hose. Das ist wieder der Vorführeffekt. Ja. Jetzt habe ich den falschen Faden, glaube ich, gezogen. Und jetzt musst du alles. Ja, dann lass es. Jetzt hast du es. Oder? Ja, ich habe den falschen. Jetzt habe ich einen anderen Weg gefunden. Ich wollte eigentlich den richtigen ziehen. Gestern standen wir da und... Ja, und heute, wenn ich es einmal zeigen will. Gern geschehen. Wir geben gerne unsere Tricks weiter. Zumal es ja noch für unser eigenes Schnittmuster ist. Also überhaupt kein Thema. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Ich glaube, Nadja, die Ersten verabschieden sich in der Zeit, wo du hier noch so rummachst. Dann lass. Also wisst ihr was? Zeig euch morgen den Pulli. Ich ziehe den morgen schön mit einer coolen Hose an, mit einer Jeans oder so. Und morgen das Auftrennen der Covernaht. Genau. Zeig euch ja, guck mal, wie sie da hängt. Die ist fix und fertig. Seht ihr das? Jetzt können wir doch noch singen. Rudolph the Red-Nosed. Genau. Vor lauter Röte. Ja, eben. Gesicht. Vor allem, wir gehen mal wieder nochmal rum. So, ich zeig ihn wenigstens nochmal hoch. Ja? Also dieser eine Covernaht, da hat es den Anfang verhauen. Und bei Covernähten musst du dann einfach nochmal komplett neu anfangen. Ja. Hier ist der Hoodie. Und ich präsentiere ihn euch morgen. Outfit of the Day. Und dann werdet ihr ihn sehen. Von hinten. Genau. Mach coole Fotos. Und dann... Passende Schuhe wird sie wahrscheinlich wieder anhaben. Natürlich. Habe ich heute auch. Schau. Oh, nee, ja, weil das ist wirklich sträflich hier. Ja, meine Schuhe hier. Ich habe ja immer passende Schuhe. Schaut. Ja, also morgen ziehe ich den an. Und dann präsentiere ich ihn euch. Genau. Ja, haben wir noch was zu sagen? Eigentlich können wir euch echt frohe Weihnachten, oder? Frohe Weihnachten. Schöne Festtage, schöne Ferien für alle, die jetzt Ferien haben. Genau. Alle, die fleißig arbeiten, noch den natürlich trotzdem eine gute Zeit. Seid tapfer, halte durch. Du machst jetzt Ferien, ne? Ich mache Ferien. Morgen bin ich noch da und dann geht's in Urlaub und... Also nicht in Urlaub, aber das Nähwerk macht zu und wir haben dann erst wieder am 3. Januar geöffnet. Und wir machen es umgekehrt. Wir sind nächste Woche noch da, am 24. nicht und am 31. auch nicht und machen dann aber vom 3. bis zum 6. und sind dann am Freitag, den 7. und Samstag, den 8. wieder da. So, genau. Ja, also irgendwie, wenn ihr Silke nicht erreicht, könnt ihr auch zu uns kommen. Genau. Das ist ja nicht so weit. Und in der ersten Woche ist dann Silke da. Ja. Wobei wir natürlich beide jetzt Online-Shops haben. Von daher, die gehen nie in Urlaub. Also da ist jemand da und da könnt ihr bestellen oder uns kontaktieren.
Ja, irgendwie ist man ja selbstständig und ständig. Selbst, gell? Und ständig. Selbst und ständig. Also kriegen tut er uns immer irgendwie. Aber wir kommen mal ein bisschen zur Ruhe und wünschen euch ein frohes Fest, einen guten Rutsch. Passt auf euch auf. Ja, bleibt gesund. Und feiert mit euren Lieben. Jo, und haltet uns die Treue. Bleibt bei uns. Mit den Tricks und Kniffen helfen wir euch immer wieder gerne. Okay. Tschüss. Tschüss. Angefixt. Sehr schön. Super. Da ist noch jemand angefixt.